schön wieder Down Under zu sein. Zum großen Preis von Australien. Gewiss gibt es noch andere Straßenkurse im F1-Kalender, aber diese Strecke hier am See ist einzigartig. Hochgeschwindigkeitsabschnitte führen durch das Herz des Albert Parks, nur wenige hundert Meter vom St. Kilda Beach. Albert Park ist eine vermeintlich einfach zu erlernende Strecke, doch ebenso einfach landet man in den Mauern und Kiesbetten. Der High Downforce Straßenkurs belastet die Bremsen ebenso stark wie die Reifen. Beim vorangegangenen Grand Prix saß Sergio Perez als Erster die Zielflagge. Zweifellos hat der Mexikaner seinen nächsten Podiumsplatz im Visier. Damit wird es Zeit für ein neues, dramatisches F1-Wochenende. Radio check, radio check. Yeah, loud and clear so far. Yeah, loud and clear, Esteban. Radio check. Radio check. Yeah, loud and clear. Speed limiter on. Stop in front of your carriage, please. The entries are not fantastic. Okay, copy that. Doing it. Speed limit's on. Let's stop on the marks, wait for 2 seconds and go to P1, please.
so let's concentrate on the tyre warm-up. Let me know what the tyre is. Let's keep these tyres up to temperature. Phase update when you can, please. Phase update when you can. That tyre's gone. Yeah, copy that. Temp's looking okay. Copy. Can we have a tyre phase update? Front tyres are pretty damaged. Yep, copy them. Devonian. Pit limits are on. Okay, stop the marks and switch off. Was ist also passiert? Wir blicken hier jetzt auf Kurve 12. Und da kommt er von der Ideallinie ab. Und das wird für ihn nur von Nachteil sein, wenn er so weitermacht. Balance so far. Balance was good. Okay, buddy, copy that.
good for us? Yeah. Okay, let's check the flags.